Zwei Seile rechts, links. Hast du noch die andere Seile? Ja, wir sind hier heute an der A10, an der Anschlussstelle Oberkrämer und sind hier heute dabei, einen LKW zu entladen, mit der knapp 22 Tonnen Schweineschinken geladen hat. Dieser LKW ist in der Nacht hier verunglückt. Wir vom THW aus dem Ortsverband Neuruppin und dem Ortsverband Gransee haben heute Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Rahmen der Amtshilfe der Polizei des Landes Brandenburg die Einsatzauftrag hier erhalten. Und werden hier jetzt über Nacht mit ca. 25 Kameradinnen und Kameraden vor Ort diesen umgestürzten LKW entladen und in den daneben stehenden neuen LKW umladen. Diese Einsätze sind für uns nicht alltäglich, weil es nicht so häufig vorkommt, dass wir alarmiert werden zu diesen Sachen. Aber in gewissen Lagen und gerade wenn diese Handarbeit gebraucht wird, um die Ware umzuladen, werden wir dazu geholt, je nachdem, auf welchem Abschnitt der Autobahn das eben passiert. Wir sind jetzt hier seit 20 Uhr im Einsatz und haben angefangen mit den ersten Umladen. Ich gehe davon aus, dass wir noch circa 5 bis 6 Stunden hier zu tun haben werden, um die Arbeiten hier so zu verrichten, dass anschließend der LKW durch ein Bergungsunternehmen wieder aufgerichtet werden kann. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass sie auf den spitzen Haken aufgespießt sind, auf sogenannten Tannenbäumen, und auf dem neuen LKW auch wieder auf diese umgeladen werden. Die Ware, die noch zur Verwendung weiter verfügt werden kann. Zwei Gutachter, einmal von der Ware und von der Firma, die diesen Auftrag, diesen Transport bestellt hat, sind vor Ort und überwachen die ganze Umladeaktion. Wir haben diese Schutzanzüge zusätzlich an, da es ja hier noch um verwertbare Lebensmittel geht. Und da sind eben gewisse hygienische Maßnahmen trotz aller Umstände auch hier auf der Straße einzuhalten. Und die versuchen wir hier eben mit diesen Schutzanzügen und diesen Hauben nachzukommen. Ja, am schwierigsten natürlich die Witterungslage jetzt hier, die Nachtzeit. Und natürlich, das sind alles ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden hier aus zwei Ortsverbänden, die also ihren Arbeitstag auch schon einmal hinter sich haben und jetzt hier nochmal eine Nachtschicht sozusagen einlegen, um diese Unfallstelle zu beräumen.
Wir sind jetzt seit knapp über 5 Stunden hier im Einsatz und mit mehreren Pausen natürlich, damit die Leute sich auch mal ein bisschen regenerieren können. Aber die Arbeiten gehen jetzt dem Ende entgegen. Wir sind so gut wie fertig mit dem Umladen. Und von daher muss ich sagen, das angestrebte Zeitfenster konnten wir einhalten. Naja, der glatte Boden, also die Seitenwand, die ja jetzt unten liegt des Aufliegers, hat sich als sehr rutschig erwiesen. Fleischreste und auch Flüssigkeiten, die noch ausgetreten sind, haben sich als auch nicht gerade vorteilhaft erwiesen, auch was die Kontamination der Einsatzbekleidung betrifft. Und von daher waren das doch mit die größten Herausforderungen. Was auf der Erde liegt, ist das Material oder das Gut, was auch im umgekippten LKW auf dem Boden lag und was anschließend einer anderen Verwendung oder Verwertung zugeführt wird. Im Anschluss nach dem Ausräumen des Aufliegers werden wir hier auch dann noch den Bergungsdienst unterstützen, die mittlerweile schon die ersten Vorbereitungen treffen, damit das hier nicht heute noch bis in die Morgenstunden geht. Thank you.
Wir sind hier an der nördlichen A10, dem Berliner Ring, an der Anschlussstelle Oberkrämer. Hier ist ein LKW umgekippt, ein Sattelzug, schon in der vorherigen Nacht. Deren Umstand kennen wir nicht. Und ja, wir wurden beauftragt mit der Bergung des Fahrzeugs. Am schwierigsten stellte sich da, die Ladungsbergung durchzuführen, da aufgrund der aktuellen Pandemielage, die wir haben, nicht so einfach ist, Lebensmittel, Frischwaren, in dem Fall Schweineschinken, einfach umzuladen. Hier waren einige Kriterien einzuhalten und auch die öffentliche Hand, die hier mit einschreiten musste. Die Zusammenarbeit mit dem THW hat super geklappt. Wir haben schon öfters mit der Organisation zusammenarbeiten dürfen und können. Und ja, wir müssen sagen, wir sind auch glücklich, dass sie da sind und teilweise unterstützen. Ne? Ja, wir sind soweit durch. Wir haben das Fahrzeug aufgerichtet mit zwei Bergungsfahrzeugen und abgefangen mit Catchbacks. Das sind Fangkissen, das Fahrzeug sanft zum Boden gelassen wird, wieder auf die Räder. Wir verladen jetzt alles, machen alles schleppfertig und dann wollen wir die Einsatzstelle eigentlich demnächst verlassen.